Die Sicherheit deutscher Staatsbürger in der Türkei scheint immer weniger gewährleistet zu sein. Schon wieder sind zwei Deutsche in der Türkei festgenommen worden. Grund für die Festnahmen, die offenbar schon gestern stattgefunden haben sollen, sind offenbar politische Vorwürfe, sagt das Auswärtige Amt. Direkten Kontakt zu den Festgenommenen gibt es momentan nicht. Die Bundesregierung bemühe sich aber um Kontaktaufnahme und konsularische Betreuung. Regierungssprecher Steffen Seibert und Maria Adebar, stellvertretende Sprecherin des Auswärtigen Amtes, zu den erneuten Festnahmen zweier Deutschen in der Türkei in der Bundespressekonferenz. Ich muss Ihnen bedauerlicherweise mitteilen, dass am 31.08. zwei weitere deutsche Staatsangehörige in der Türkei aufgrund politischer Vorwürfe festgenommen worden sind. Das Generalkonsulat Izmir wurde von nichtstaatlichen Stellen über die Festnahme der beiden informiert. Die Flughafenpolizei in Antalya hat dann auf Anfrage des Konsulats die Festnahme bestätigt. Bestätigt wurde von dort auch die alleinige deutsche Staatsangehörigkeit der beiden Festgenommenen. Bisher wurde ein telefonischer Kontakt unsererseits des Generalkonsulats, dem wurde nicht stattgegeben, und unsere Vertretung in der Türkei versuchen nun, Informationen zu sichern und den Kontakt zu den Betroffenen herzustellen und die konsularische Betreuung, worauf diese beiden deutschen Staatsangehörigen ein Anrecht haben, so schnell wie möglich sicherzustellen. Im Moment, Sie wissen es vielleicht, ist in der Türkei ein großer muslimischer Feiertag. Wir sind trotzdem mit Hochdruck dran, dies sicherzustellen. Zu Deniz Yücel, bevor Sie fragen, Herr Jung, ich kann Ihnen im Vergleich zum letzten Stand keinen neuen Stand verkünden. Der Botschafter konnte Deniz Yücel vor einigen Tagen besuchen. Und heute, am 200. Tag der Haft Deniz Yücels, sind wir mit den Gedanken bei Deniz Yücel und tun weiterhin alles in unserer Macht Stehende, um für diese Freilassung Deniz Yücels und der anderen deutschen Inhaftierten hinzuwirken. Wäre das Ihre Frage? Ich hatte es mich nicht rechtzeitig gemeldet. Ich möchte das ausdrücklich bekräftigen. Seit 200 Tagen sitzt Deniz Yücel in Haft, und die Bundesregierung, die gesamte Bundesregierung, ist, wie die Kollegin gesagt hat, in Gedanken bei ihm, und das nicht nur heute. Die zuständigen Kollegen und Kolleginnen in der Bundesregierung, insbesondere die im Auswärtigen Amt, arbeiten wirklich täglich mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für seine Freilassung und, weil die noch nicht erreicht ist, für seine möglichst gute und intensive Betreuung. Und das tun wir im Übrigen auch für die Freilassung und die Betreuung weiterer inhaftierter Staatsangehöriger. Die Situation, in der sich Deniz Yücel jetzt seit 200 Tagen befindet, wie auch die Situation, in der sich andere deutsche Inhaftierte in der Türkei befinden, macht uns weiterhin große Sorgen. Unsere Forderungen an die Türkei sind ganz klar. Die Bundeskanzlerin hat sie in den vergangenen Tagen wieder deutlich formuliert. Wir erwarten von der Türkei, dass die deutschen Staatsbürger, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftiert sind, freigelassen werden. Wir erwarten nicht nur, dass rechtsstaatliche Verfahren eingehalten werden, sondern wir erwarten auch die vollständige Einhaltung des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen. Und wir halten Verstöße dagegen, also zum Beispiel unterlassene Informationen über die Verhaftung deutscher Staatsangehöriger oder Versagung der konsularischen Betreuung, Verstöße dieser Art halten wir für vollkommen inakzeptabel. Das wollte ich an dieser Stelle noch einmal sagen, aus dem traurigen Anlass, dass Deniz Yücel heute 200 Tage in Haft ist. Frau Adebar, was wird den beiden, die jetzt festgenommen wurden, vorgeworfen? Was sind das für Deutsche? Also können Sie da vielleicht eine Berufsgruppe nennen? Und sind das zwei Männer, zwei Frauen? Ich kann zu den persönlichen Daten der beiden, wie Sie wissen, hier keine genaueren Angaben machen. Der Tatvorwurf, wir versuchen das noch aufzuklären und hatten zu den beiden auch noch keinen persönlichen Kontakt. Insofern kann ich jetzt an dieser Stelle nur sagen, dass wir davon ausgehen müssen, dass es ein politischer Vorwurf sein könnte, eben auch wie bei anderen Festgenommenen mit dem Vorwurf des Terrorverdachts. Aber wie gesagt, da müssen wir noch weiter aufklären und mit denen auch sprechen können. Aber warum gehen Sie davon aus? Sind das irgendwie Journalisten, Aktivisten? Und können Sie was sagen zu Frau Tolu und Herrn Steutner und den anderen acht? Wie sind es jetzt insgesamt? Wie viele deutsch- oder deutsch-türkische Gefangene, politische Gefangene gibt es in der Türkei? Sind das 11 oder 12? Im Moment, im Augenblick, befinden sich 55 deutsche Staatsangehörige in türkischer Haft, davon 12. Die beiden schon mitgezählt aus politischen Gründen, mindestens 4 davon mit doppelter Staatsangehörigkeit, und ja,
mindestens 4 davon mit doppelter Staatsangehörigkeit.